Sie sind noch bei Bewusstsein und sie flüstern jedem teuflische Gedanken ein. Ich... Dann hör nicht zu, sondern nimm deine Axt. Derzeit ist es so, dass wir vermuten, der sicherste Weg, eine Arche endgültig zu besiegen, ist jeweils ihr Herz zu durchbohren. Es ist nun das Herz hier an dieser Arche noch nicht gefunden. So etwas wie ein menschliches Herz. Es wird durchströmt durch Unwasser und ich weiß nicht, ob noch durch etwas anderes. Damit kann man so ein Schiff versenken. Stirbt der Kapitän, wird ein neuer auserkoren. Ich weiß nicht, wie es sich verhält, wenn man die Steuerfrauen tötet, aber ich schätze, das Schiff würde sich einfach zwei neue, arme Seelen suchen, die dann anstatt derer ihr Leid befristen müssen. Du sagst, es gibt ein Herz und einen Steuerbaum, also so etwas wie ein Gehirn. Ich weiß nicht, ob ich es Gehirn nennen würde, aber es scheint so, ja. Was ist mit den anderen Organen? Lunge, Niere, Leber. Ja, stellst du eine gute Frage. Das kann ich dir auch nicht sagen. Nun, derzeit sieht es so aus, dass wir dieses Schiff hier untersuchen werden. Es wird wieder Zeit für eine neue Niere. Unwasser verstopft die alten. Was hältst du von ihm dort? Was, könnte er nicht als neue Niere dienen? Tut mir leid, Wartenberg. Führ ihn doch nach unten und zeig ihm die Nieren. Und dann lässt du ihn dort. Was schaust du so? Ich war nur kurz abgelenkt. Dachte, ich hätte was in der Ferne gesehen. Komm, ich zeig dir das Unterdeck. Jedenfalls, wir haben Befehl vom Großadmiral des Mittelreichs, erst einmal die Arche in Sicherheit zu bringen. Wir müssen über dieses Schiff lernen und etwas herausfinden. Eine Schwachstelle, wie wir die anderen Archen besiegen können. Danach kann man über die Vernichtung der Arche nachdenken. Stimme dir zu, das hier ist alles dämonisch und früher oder später muss es zurückgeschickt werden. Ausgezeichnet, Bruder. Ausgezeichnet, mein Prinz. Und während Ephodaios und Wartenberg nach unten laufen die Treppe, treten jetzt Fiona und Romili nach draußen? Oder wie macht ihr das? Ja, ich habe gesagt, ich würde mit ihr nach draußen gehen. Würde ihr erstmal quasi die Leute zeigen, die mir unterstellt sind, nochmal. Kurz nur so ein bisschen rumführen, halt gar nicht groß. Würde ihr auch die Waffen zeigen. Und da der Herr ja sagt, er möchte gerne Waffen haben. Nun, wir sind froh, dass wir diese paar Waffen hier an Bord haben. Und dass wir noch etwas Munition haben. Und nein, wir können nichts entbehren. Auch an den Herren nicht. Das gefällt Leonardo nicht. Ich denke, ihr habt viel zu wenig Männer und viel zu viele Kanonen. Ihr könnt doch gar nicht alle voll bemannen. Ich habe es schon versucht. Seht ihr die Rotzen dort vorne? Da braucht man ungefähr 3 Mann für. Und wenn ihr euch umschaut, dann seht ihr doch schon, dass wir genug haben. Wo will man überreden, Probe? Weil das ist wirklich gelogen. Das weißt ihr doch nicht, oder? Ja, aber du musst es ihm verkaufen. Er hat ja auch eine Menschenkenntnis. Er kann dir das dann ja abnehmen über... Also wenn er die Lüge bei dir erkannt. Schauen wir mal nach. Ich glaube nicht, dass sie mir die Wahrheit sagt. Leonardo glaubt nicht, dass ihr die Wahrheit sagt. Leonardo gefällt nicht, dass ihr lügt. Ich versuche ihm nur zu erklären, was hier mit dem Schiff vor sich geht. Ich meine, wie oft hat euer Herr schon auf solchen Schiffen gedient? Versuche ich es einfach auszudrücken. Wir haben hier genug Leute, ja, aber diese Leute sind nicht richtig ausgebildet, das stimmt. Ich bin gerade dabei, sie auszubilden, damit sie es schaffen, diese Waffen zu bedienen.
Wenn man die richtigen Techniken anwendet, kann man es auch mit weniger Leuten, als es eigentlich gedacht ist, tun. Ja, er hört dir gar nicht mehr zu. Derjenige, der von sich in der dritten Person spricht, geht mal zu einer der Harpunale und streicht jetzt um diese herum, genauso wie es unten der Gelehrte tut. Nur, dass er jetzt nichts abkratzt, sondern einfach nur drüber streicht, als wäre es ja Kosten. Was es tatsächlich auch ist. Habe ich das Gefühl, er macht irgendwas kaputt oder er löst sie gleich aus? Nee. Oder er weiß, was er tut, okay. Er weiß nicht, was er tut, aber er sieht es so an, wie ein Haufen Dukaten man eben ansieht. Ihr solltet vorsichtiger mit diesen Gerätschaften umgehen. Ich weiß nicht, wie sensibel sie sind. Wir sind uns sicher darin einig, dass jeder sich verteidigen können muss und, naja. Ich bin mir sicher, ihr wollt nicht alles wegnehmen. Seht ihr diese beiden Seiten hier verteidigen die Heck und OT? Ich habe keine Ahnung von Schiffsbegriffen. Ja, also, Bug, Heck. Okay. Backbord, Steuerbord. Ja. Okay, ich würde ihm halt jetzt erklären, welche Fronten die Waffen jeweils verteidigen. So. Und deswegen macht es doch sicher auch für euch Sinn, dass wir in jede Richtung mindestens eine Waffe ausgestreckt haben, nicht wahr? In die wir abfeuern können. Ich meine, wir sind mit diesem Ding natürlich durch die Beine, die es sonst hat, beweglicher, aber. Dennoch wäre es gut, sich in jede Richtung irgendwie ausrichten zu können. Ist euch eigentlich klar, was euer Ding wert ist? Okay, dann rede ich mit dem Schreiberling. Ist ihm eigentlich klar, was euer Ding wert ist? Nun, ich vermute, dass er eine ganze Menge Ahnung von Geld hat, aber... Gut, damit hat er nicht ganz Unrecht. Ein Harpunal oder eine mittelschwere Rotze, schwere Rotzen, sind ungeheuer viel Geld wert. Ebenso wie die Munition. Das stimmt, aber ihr wisst doch schon, warum die hier sind. Ich meine... Um diese Arche Festum zu übergeben. Und dann wollt ihr vorher schon die Waffen mit euch nehmen? Ich meine, dann... Außerdem, ihr solltet noch eines bedenken, werter Herr. Was ist, wenn die Festumer Obrigkeit sagt, oder die Gewalten, dass dieses Schiff im Kampf blutige See eingesetzt werden soll? Wollt ihr ihnen ein unbewaffnetes Schiff überlassen, das sie selbst wieder ausrüsten müssen? Ich glaube nicht, dass das den Oberen gefallen würde. Zudem bitte bedenkt, von welchen, Unheiligen diese Waffen schon benutzt wurden. Ich bin mir sicher, es ist nicht im Sinne eurer, Kirche, dass ihr Waffen verkauft oder benutzt, die von Unheiligen vorher benutzt wurden. Wenn ihr so um die Sicherheit besorgt seid, könntet doch sicherlich ihr und der werte Herr Leonardo uns ebenfalls begleiten. Nur um sicherzugehen, dass kein Unfug damit getrieben wird. Das werde ich auch tun. Und dann sollte das doch alles kein Problem darstellen. Romilly lächelt ihn charmant an. Ich bin mir nicht sicher, wieso ihr jetzt so handelt und agiert, aber... Das gefällt mir nicht. Er wedelt so ein bisschen mit seinem Zeigefinger in der Luft herum und stellt sich dann zu Leonardo. Selbstverständlich sind auch noch ein paar andere Söldner mitgekommen und die folgen dann. Es sind einfach unauffällige NPCs, die dann so auf dem Deck umherwuseln, die euch nicht interessieren müssen. Warum? Ich habe mich freiwillig gemeldet, auf diesem Schiff mitzufahren. Man sollte die Gelegenheit nutzen, zu lernen, ohne das Leben der Gäste unnötig zu gefährden. Woher wollt ihr wissen, dass nicht Überraschendes geschieht und Gefahren während dieser Fahrt nach Festum aufkreuzen? Wollt ihr euren Kapitän dann erklären, warum gewisse Persönlichkeiten nicht lebend angekommen sind? Er hat sich schon von dir abgedreht und schüttelt nur noch mit dem Kopf. Hatte ich wohl Gibt noch es gehört. Auf, ein Mann kommt auf dich zu, in grauer Robe, ein sehr breiter Bart, ein Magier, Hut auf dem Kopf, ein Stab bei sich. Wir haben neue Gäste. Ich habe auf euer Schiff aufgepasst, so wie es mir aufgetragen worden ist. Dann gibt er wohl Romilly die Hand. Eine sehr alte, knöchrige Hand, aber er gibt sie dir sehr höflich, sehr gewandt. Ich greife sie auch sehr erfreut. Romilly liegt den Kopf schief. Jasper, der Wanderer.
mein Herr. Meine Dame. Kurz. Magus? Oder noch höher gestellt? Nun, sagen wir doch einfach der Wandler. Ich lege keinen Wert auf Titel oder Approbation. Wie ihr wünscht. Jasper der Wandler. Ein sehr interessanter Name. Welche Form der Magie beherrscht ihr? Ich habe in Festum gelernt. Und dementsprechend kenne ich mich mit deren akademischen Bildungsgraden aus. Kennt ihr euch denn damit aus? Ihr seht zwar noch recht jung aus, aber ihr wirkt nicht so auf mich, dass ihr euch mit der Magie bisher auseinandergesetzt habt. Nun, einer meiner älteren Brüder hat in Riva studiert. So. Ja, das sagt mir tatsächlich etwas. Ich habe ihn vor einigen Wochen das letzte Mal gesehen und wir haben durchaus einige interessante Unterhaltungen geführt. So. Verzeiht, dürfte ich... nein, das verschieben wir auf eine spätere Zeit. Bitte, sprich doch. Ich hatte einfach nur überlegt, ob ich euch diese Behauptung so abnehme, aber nun ja, ich werde natürlich keine Dame der Lüge bezichtigen, nicht wahr? Ach, wisst ihr, der gute Leonardo hat's auch schon getan. Ich weiß nicht, wer dieser Leonardo sein soll. Ich deute auf ihn. Der eitle V. Nun, ich denke, es ist immer noch Zeit für einen späteren Odem Arcanum oder etwas tiefergehende Analysen. Nicht wahr, meine Dame? Wenn ihr unbedingt darauf besteht. Was ist das? Dass ihr irgendwelche Magie wirkt. Ja, genau, was ist das? Könnt ihr sie erklären? Nun, ich denke, das könnt ihr besser erklären. Mein Bruder verwandte diesen Begriff zwar auch schon einmal im Zusammenhang mit seiner Arbeit als Adept, aber wirklich erklärt hat er es mir nie. Ja, so. Wieso sollte sie es denn erklären? Ihr seid doch hier der Magus. Ich wollte nur wissen, wie sie darauf reagiert, auf so eine Frage. Mich habt ihr sowas auch noch nie gefragt. Was soll denn das? Möchtet ihr gerne analysiert werden? Nein, und schon gar nicht von euch. Deswegen frage ich vorher um Erlaubnis. Ich möchte mir nicht euren Zorn auf mich ziehen. Das ist doch besser so. Was hofft ihr bei uns zu finden? Gar nichts. Ich war nur sehr erstaunt. Das ist alles. Dass ihr nachfragt, denn an sich ist es doch egal, ob ich in Festum oder in Riva studiert habe, ob ich Dämonologie beherrsche oder die Macht der Djinn-Beschwörung, ob ich die Pforte in den Limbus öffne, dergleichen mehr. Also das werdet ihr hoffentlich nicht tun. Selbstverständlich. Nun, von den vielen Magieformen habe ich selbstverständlich noch nicht viel gehört. Doch ich hoffe wahrlich, dass ihr nicht mit Dämonen hantiert. Naja, seht euch um, wir hantieren gerade mit etwas von ihnen Geschaffenem. Insofern, naja, sind die Grenzen, glaube ich, sehr verschwommen im Moment. Man muss aber nicht noch mehr Dämonisches in die Welt bringen, oder? Natürlich nicht. Auf mir ging, würde ich das Ding am liebsten versenken. Naja. Nun, jetzt habt ihr das meiste gesehen. Ich weiß nicht, inwiefern eine gesamte Führung hier angemessen ist. Nun, ich wäre durchaus interessiert. Wir sollten vielleicht auch mal nach unserem Edward-Geweihten schauen. Jo, zurück zum... zur Treppe und dann mal schauen, ob man irgendwie einfach da was in die Arme läuft, weil man nicht sicher ist, ob man die oberen Gegebenheiten auch präsentieren soll oder nicht. Ja, Yalan bekommt gerade einen Schluck Wein gereicht, beziehungsweise wieder nachgeschenkt, denn der Becher wurde jetzt vielleicht schon zum zweiten Mal geleert, ein paar Trauben, die dann vor dir liegen, etwas frischer Braten und dann kommt ein Bote herein, ein kleiner Schiffsjunge und überbringt dann einen kleinen Brief dem Admiral, dem Korvettenkapitän. Der liest ihn sich kurz durch, nickt dann zu. Also gut, wir haben gerade eben die Nachricht bekommen, Flaggensignale, dass alles in Ordnung ist. Ich möchte mich auf alle Fälle bedanken für die recht angenehme Zeit mit euch hier an Bord.
Natürlich. Sehr wohl. Dann, wenn eure Mannschaft alles zu ihrer Zufriedenheit vorgefunden hat, möchte ich dann noch alsbald ablegen. Wir haben noch eine relativ weite Reise vor uns. Und ich will so schnell von diesem Ungetüm hinab wie möglich. Und das kann ich selbstverständlich verstehen. Lasst mir euch noch als Zeichen unserer Gastfreundschaft einen spagyrischen Heiltrank mitgeben. Das würde ich sehr zu schätzen wissen. Als unsere Zeichen Vorräte der Gastfreundschaft. Danke, erschöpft. Ja, wieder ein bisschen gelaufe, ein bisschen gerenne. Ein Unteroffizier, kannst den Rang nicht genau erkennen, da ist er schon wieder weg, drückt dann dem Korvettenkapitän eine Flasche in die Hand und die reicht er dann nicht weiter. Nickt dir zu. Wir werden euch selbstverständlich die Ruderer übergeben, sodass ihr nicht selbst rudern müsst, sondern das von uns getan wird. Die weiteren Soldaten werden dann das, was sie drüben mitnehmen, ich weiß nicht genau, worum es sich dabei handelt, wieder verstauen und ihr könnt weiterziehen. Bin mir sicher, eure Männer werden feststellen, dass meine Worte der Wahrheit entsprachen und wir nicht viel abzugeben haben. Aber das werden dann eure Repräsentanten vor Ort klären, nicht wahr? Richtig. Das sagen wir zumindest die Signale, die ich erhielt, dass bisher alles in Ordnung ist. Und dann möchte ich mich doch in Travias Namen für eure Gastfreundschaft bedanken. Und eine ruhige Reise durch die blutige See wünschen. Nun, Travia und Effert Praios mit euch. Und mit euch. Gibt er dir die Hand und würde dir dann wieder die Treppe nach unten weisen. Kannst du über das, in das kleine Boot hineinsteigen. Dort warten dann auch bereits 4 Ruderer auf dich, auch Soldaten in Uniform. Und die betreten dann mit Anweisung von dir das Bootsdock. Versteht das? Gut. Bitte rein und schau mich erst einmal um. Ist jemand hier? Ja, selbstverständlich. Doschek ist immer noch hier und ist wohl gerade dabei, ein paar Notizen anzufertigen. Vor ihm aufgebaut ein kleiner Klapptisch, den er jetzt hingestellt hat, mitten im Unwasser. Und ja, darauf jetzt allerlei Alchemiker, die er dorthin gestellt hat. Schaut dir dann zu. Ich gesell mich mal zu ihm. Ah, gelehrter Herr. Ja, ihr seid der Kapitän, nicht wahr? Was könnt ihr mir über diese Eichenkäfer berichten? Sie sind hochinteressant. Leider nicht viel. Sie scheinen... wie hat Brynjian das geschrieben? Ich weiß es nicht mehr genau. Sie scheinen irgendwie zu kommen oder zu gehen, je nachdem, wie die Arche sich ändert oder wenn sie verwundet wird. Sie besitzen eine Intelligenz, eine ureigene Intelligenz, eine Schwarmintelligenz möchte ich sie bezeichnen. Sie kommunizieren untereinander, sie wissen, was wohin gebracht wird und wo es gebraucht wird, ohne dass etwas wie Botenstoffe oder Signale ermittelt werden. Könnte daran liegen, dass sie vermutlich auch Halbdämonen sind und von der Arche kontrolliert werden. Aber ich bin kein gelehrter Mann. Das müsste die Kirche oder die Akademie einmal prüfen, aber ich darf doch mitnehmen. Er hält so 3 Reagenzgläschen drin, in denen 3 Archenkäfer stecken. Ich sehe keinen Grund, warum nicht. Ja, du guckst nochmal auf das Schiff, um dich herum wuseln aber Tausende. Und im ganzen Schiff vielleicht eine Million oder sowas. Also 3 Käfer, das soll schon passen. Genau. Nun, dann will ich euch euren weiteren Nachforschungen überlassen, aber ihr solltet vielleicht fertig werden. Ich nehme an, eure Mannschaft legt bald ab. So viel zu tun, so viel zu entdecken. Ich, reibt sich über sein Bart. Schau zu den Soldaten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch hier bleiben. Er nickt. Ja, ich glaube, das wäre das Beste. Ich bin bisher nur bis zu diesem Dock vorgedrungen und das Schiff ist ja so sehr groß. Ich glaube, bis nach Festum, wie lange brauchen wir? Egal, ich werde auf alle Fälle noch... Er rückt sich sein Zwicker mal zurecht und geht dann durch die Gänge auf der Suche nach dem nächsten interessanten Raum. Ich lasse ihn seine Dinge machen. Wissbegierigen können uns eines Tages noch helfen. Ja, gehst dann gerade die Treppe hier nach oben, kannst du sehen, wie er sich hier hinkniet. Oh, Borbach hat Moskitos.
Lass da vielleicht die Finger von. Ach. Hat sich schon abgekniet. Ich schicke nachher Bredegian vorbei. Beziehungsweise dann jetzt gleich. Also ich mache mich auf den Weg nach oben. Wenn ich ihn sehe, also so nach ihm, sage ich ihm kurz, hey, der Gelehrte ist in dem Raum mit den komischen Insekten. Schau doch mal nach. Was möchte Ephadaios mit Wartenberg tun? Du warst auf der Treppe? Mhm. Entweder jetzt abbiegen zu Fiona oder weiter nach unten? Zu Fiona. Zu Fiona. Ja, dann aus der 24 nach draußen treten. Die kamen euch gerade entgegen, wohl auf der Suche nach euch. Ja, Bartberg bei. Ja, ich würde die Geschichte, die ihr mir über Nersand und den Strudel erzählt habt, gern auch meinen Kameraden berichten. Es wäre am schönsten, wenn ihr das selbst machen tätet, aber ich glaube, Bruder, ihr euch ruft es tiefer hinein in die blutige See. Hier an Bord wird es erstmal weniger stürmisch zugehen, schätze ich. Ich werde nicht von diesem Bord weichen, von diesem Dämon, der ausgelöscht werden muss, wenn ich hier noch eine Aufgabe habe. Erst wenn dieses Ding vernichtet ist, werde ich weiter aufbrechen. Warum soll ich mich jetzt davon lösen? Ihr Schiff scheint viele Leute mit in den Tod gerissen zu haben. Leute, die euch nahe standen, sicherlich. Dieses Schiff wird aber vorerst nicht vernichtet werden, auch wenn es euch bitte aufstößt. Das entscheidet die Kirche. Von daher ist das seid ihr. Ja, vor uns war hier. Ich bin soweit durch mit den Gästen, wenn ich sie. Gut, wissen wir schon mehr von Kapitän Yalan? Ich habe bis jetzt nichts gehört, ich war aber auch ja nicht wirklich darauf bedacht, nach ihm zu suchen. Ich hatte anderes zu tun, rechts Augenrollen zu den Gästen, vor allem zum guten Händler. Nun, habt ihr Lust, die Herrschaften vielleicht noch etwas zu übernehmen? Ich wusste jetzt nicht, wie es mit den anderen Örtlichkeiten. Ich schaue ihn mal an und versuche ihn, also so, dass nur er mich sehen kann, so ein bisschen auf den, da wo er gerade herkommt, zu deuten, wie es damit aussieht. Nun, gut, Wartenberg begleitet mich doch, ihr führt Romilly, wie war euer gesamter Name noch einmal? Romilly reicht. Romilly. Ihr habt euch schon vertraut mit dem Schiff gemacht, dann, überlasse ich euch gerne der Verantwortung unserer Geschützmeisterin. Ihr könnt euch hier gerne frei bewegen, abgesehen von den Offiziersräumlichkeiten sowie den höheren Etagen. Dort haben nur Offiziere bzw. Kapitän und meine Wenigkeit, wie Magister Bandigian, Fiona und unserer Schiffsmutje Zutritt. Natürlich. Der Smutje, was ist das? Der Smutje, unser Koch. Ich weiß, was ein Smutje ist, aber was fällt euch ein, dass ein Smutje Zugang zum Offiziersdeck hat? Nun. Dieser Smutje hat einen Drachen umgebracht, hüte dich. Ah, Kapitän. Ja, an der Seite, ja. Ja. Er sieht so ein bisschen verdutzt aus. Ruckt so mit seinem Kopf einen halben Zentimeter nach hinten. Dann wieder nach vorne. Ach ja, und ich habe eine Seeschlange umgebracht. Wunderbar, geh und erzähl das deinem Kapitän. Seid ihr fertig? Die Führung wäre soweit durch. Ich weiß nicht, ob der werte Händler, der über sich nur in der dritten Person reden lässt, noch Fragen hat. Der steht da immer noch, streichelt drüber, ist jetzt zum nächsten Harpunal oder zur schweren Rotze gegangen und du kannst noch hören, wie er sich da durch seine Haare kämmt und Leonardo gefällt das. Ich nehme Yalan kurz zur Seite. Also abgesehen davon, dass der Typ total einen an der Klatsche hat, will er unsere Waffen klauen. Die Waffen sind Eigentum des Reiches. Er wird sie weder klauen noch konfiszieren. Dann sprecht mit ihm. Dann werden wir das wohl. Kommt ihr mit? Jasper scheint sich schon zu unterhalten. Hören wir doch mal zu.
Jasper, ich sehe, ihr unterhaltet unsere Gäste vortrefflich. Ja, selbstverständlich. Ich dachte mir, wenn wir Gäste an Bord haben, dann muss sich wenigstens einer um sie kümmern, wenn das kein sonst anderer tut. Aber selbstverständlich beherrsche ich die Etikette und habe das wohlweislich für euch übernommen. Vielen Dank, Jasper. Herr Kapitän, Leonardo gefällt diese Ausrüstung. Leonardo würde sie gerne kaufen. Und zwar für, sagen wir, 1500, 1300 Dukaten pro Stück. Okay, zur Klärung, spricht Leonardo von sich oder spricht Alrik gerade für ihn? Leonardo spricht immer von sich in der dritten Person. Dieser Harpunal ist Eigentum des Reiches und seiner Flotte. Es steht mir nicht frei, ihn zu kaufen oder zu verkaufen, solange ich dafür keine Autorisierung habe. Er bleibt also, wo er ist. Schaut so ein bisschen flehentlich in Richtung von Alrik Say. Der schüttelt dann auch nur mit dem Kopf. Ich gehöre nicht zum Reich. Leonardo ist sehr enttäuscht. Was mag er sein? Ist eure Führung beendet? Schmollmund. Gut, wenn ihr alles zu eurer Zufriedenheit wisst, verlasst bitte mein Schiff. Ihr meint das Schiff des Reiches, nicht wahr? Bitte nicht. Ja, das meine ich. Schiff. Ja, Leonardo nimmt sich dann die verbliebenen Söldner und wird abziehen. Wenn du jetzt hier den harten Hund markierst, da kann er natürlich wenig tun. Ich habe mir lange genug diese Behandlung gefallen lassen. Ja, Leonardo verschwindet dann über die drei Beiboote, beziehungsweise zwei, und Alrik Say bleibt vor Ort, gemeinsam mit dem Gelehrten, der irgendwo im Bauch des Schiffes ist, ich habe keine Ahnung. Und Romilly, nehme ich an. Und Romilly. Erdaus wird sicherstellen, dass Wartenberg das Schiff verlässt. Soll er? Ja. Wie wird's er ist hier nicht sicher. Dann reden wir mit dir auf. Ja, dann. Wartenberg, der Bruder des Vaters von Erwin Flut. So gern ich ihn hier behalten würde, ich glaube, er hat eine private Fehde und er ist zu ungestüm. Er wäre besser direkt im Kampf mit der blutigen See aufgehoben. Nun, ich hatte gehofft, ihr würdet euch freuen, einen eurer Glaubensbrüder an Bord zu haben, aber wenn ihr nicht haben wollt, wird er wohl gehen. Die Crew braucht jetzt erstmal etwas anderes als einen aufbrausenden, natürlich dem Vater sehr gefälligen Bruder. Und den das brauchen Schiff sie braucht die Crew? Spruch. Die Crew braucht Schlaf und drei Fässer rum. Das finde ich auch. Nun gut, euer Gnaden, wie schnell können wir ablegen? Weil die Leute vom Schiff sind sofort. Wunderbar, dann sollten wir nicht weiter zögern und uns auf den Weg nach Festung machen. Ja, dann wen habt ihr ihn denn jetzt dort gelassen, dafür, dass wir die bekommen haben? Habt ihr eine Offizierskabine für mich, meine Herren? Sicher, seine Gnaden Ephadarius hier wird sich da zugegeben, dass er drum kümmern. Fiona, wir müssen die Mannschaft fragen, ob jemand dort bleiben will. Ich habe sie gerade hier oben trainiert. Können wir vielleicht andere Leute nehmen, die ich nicht gerade eingewiesen habe? Nun, geht auch am besten unter Deck und fragt herum. Gut. Ja, ich gehe da mal runter und versuche tatsächlich jemanden zu überreden. Wie schön es doch wäre, von dieser Dämonen eigentlich auch runterzukommen. Ja, möchtest du die loswerden? Also dann sag mir, wen du loswerden willst, dann gehen. Sag jetzt nicht Ogdan! Faruk? Warum nicht? Willst du Faruk loswerden? Nein, das ist unser Highlight, auf gar keinen Fall. Der ist jetzt wichtig? Na klar, also... Du kannst noch das Hämmern hinter der Wand von dem Mannschaftsquartier hören. Ja. Lasst uns raus! Ja, die! Ich gebe einfach welche von denen weg. Weiß, hat die das noch nicht geöffnet? Nein. Die sitzen da seit, ich sag mal, 9, 10 Stunden sitzen die da jetzt drin. Hier, wir können den einen von den Piraten mitgeben. Hier, Dragodan und Reska. Ei, die Männer da unten habe ich ganz vergessen. Promise ja, Honored hier, geht ihr zu ihnen runter. Ich kümmere mich darum, dass die können wir weggeben, oder? Die brauchen wir doch nicht. Ich glaube kaum, dass sie an Bord bleiben wollen. Ja, eben. Und tut mir den Gefallen und stellt sicher, dass
Wartenberg von Bord geht. Mach ich. Ich gehe dann erstmal runter zu diesem Quartier und guck mal, ja, dass sie mich nicht direkt alle umrennen, weil sie stinksauer sind. Das weißt was du ja nicht. Was letztes Mal, dass ich sie gesehen habe. Das weißt du ja nicht. Die sitzen jetzt seit 9 Stunden hinter dem Holz fest und du kannst sie nicht sehen. Da sind jetzt keine Löcher oder sowas. Ich dachte, Ephadaios hat doch gerade gesagt, er sorgt dafür, dass sie da rauskommen. Ja, also wenn Ephadaios jetzt aufmacht, dann gucken wir, was passiert. Ja, deswegen habe ich ja gerade gesagt, ich stehe mich da hin und hol schon mal meine Waffen raus. Das letzte Mal, als sie mich gesehen haben, wollten sie mich alle kaputt machen. Ich wollte nur sagen, wie ich mich vorbereite. Und dann warte ich, dass sie da rauskommen. Ja. Ephadaios wird die Tür dort wieder öffnen. Ja. Ein miasmatischer Gestank dringt daraus hervor. Es stinkt nach Verwesung, nach Wasserleiche, nach Unwasser und nach Ausscheidung. Es ist absolut widerwärtig. Ich würfel eine Selbstbeherrschungsprobe, sie ist erschwert 15. What? Okay. Oh, ich hab gepatzt. Fiona fällt in Ohnmacht.